So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Palworld. Endlich, es ist soweit. Das große Update ist da. Ich bin voll hibbelig, ich bin mega aufgeregt. Die Liste an Changes, an Neuerungen, was da neu dazukommt, ist so lang. Eigentlich sogar so lang. Ist voll geil. Ich werde das heute auch streamen. Das heißt, selten bei den Folgen auf YouTube später keine An- und Abmoderation richtig kommen. Nicht wundern. Das wird heute ein langer Abend. Das wird ein sehr langer Abend. So. Neue Insel, neue Pals, neue Kostüme, neue alles. Man kann mehr Basen bauen, man kann mehr Pals in den Basen haben. Alles. Einfach alles. So, erstmal zum Wohl. Oh, ist das schön kalt. Hier in meinem Raum sind gerade 30 Grad. Ich weiß nicht, wie lange ich die Facecam anlasse. Es ist einfach nur bäh. Es ist einfach nur bäh. Mach dich auf zum Kirschblütenschrein und besiege den Boss im Turm der Gesellschaft des Blumenmondes. Oh. Lord. Jetzt ist meine Cam runtergerutscht. Das wollte ich gar nicht. So. Jetzt ist die Cam auch an. Ich hab's vergessen, sorry. Ja, also es ist warm. Kann sein, die Cam ist dann gleich weg. Da hinten ist es. Da ist der neue Kontinent. Direkt vor der Haustür. Es ist so insane gut. Ja, er ist hier quasi. Hier ist der neue Kontinent. Es gibt aber hier unten im Süden wohl auch was. Irgendwo, keine Ahnung wo. Müssen wir gucken. Suchen wir heute alles. Wird ein langer Tag. Wird ein sehr langer... Oh, ist schon wieder so scheiße warm, Alter. Wird ein sehr langer Tag. Ich habe auch gerade schon eine Meldung bekommen, dass ich die Palbox upgraden kann. Man kann jetzt... Ach ja, Level Cap ist erhöht. Level 50 ist nicht mehr Max, sondern Level 55 ist Max. Wir könnten uns natürlich auch erstmal... Wollen wir erstmal kurz... Warte mal, ich mach mal kurz Steam auf. Kriege ich das jetzt schnell angezeigt? Nee, eigentlich nicht. Scheiße. Wir fliegen mal ganz kurz so Pi mal Daumen über die... Ich habe sogar schon eine Errungenschaft bekommen. Was heißt das für eine Errungenschaft? 1000 Spezies captured. Was? Habe ich irgendwas verpasst? Oh, es gibt massenhaft neue Errungenschaften, sehe ich gerade. Oh, wie geil. Weil ich alle Pals aus dem ersten Schwung quasi hatte, oder wie, oder... Okay, keine Ahnung. Wo sind denn die... Hier. Also New Content, die neue Insel, Haufen neue Pals, es gibt die PvP-Arena ist da, Stronghold, also die Ölbohrinsel ist da, Level Cap wurde erhöht von 50 auf 55. Gibt natürlich auch neue Technologien jetzt, die gucken wir uns gleich an. Oh, der Capture-Bonus für Pals. Es gab ja das, wenn du 10 Pals einer Spezies captures, kriegst du einen EXP-Bonus. Der wurde erhöht von 10 auf 12. Das heißt, ich kann bei manchen Sachen jetzt nochmal... Oh, das können wir gleich machen. Erstmal alle Eier in den Inkubator hauen. Das machen wir gleich. Dann kriege ich erstmal fett EXP. Dann speede ich durch den neuen Tech-Tree. New Resources. Es gibt jetzt Crude Oil. Es gibt Öl als neue Ressource, die wir dann später weiterverarbeiten können für Zeugs. New Raid gibt's, klar, das wussten wir schon. New High Tier Equipment and Spears can be crafted using the new material. Plastahl, oh Gott. Welches aus dem Öl gemacht werden kann. Meteorit Event, es gibt ein Event, wo Meteoriten einschlagen. Ist die Musik laut? Ne, es geht. Die Meteoriten fallen ab und zu mal aus dem Weltall, klar, obviously, ist Meteorit aus dem Weltraum gekommen. Aber es kann sein, dass da anscheinend unbekannte Pals auch mitkommen aus dem Weltraum. Wie geil! Der neue Tower Boss? Nee. Tower Boss Hard Mode. Jeder Tower Boss hat jetzt eine Hard Mode Variante. Oh. Oh. Das ist cool. Es gibt einen neuen Händler. Medaillenhändler. Es gibt jetzt Dog Coins anscheinend, die man gegen Rare Items eintauschen kann. Mal gucken, wo wir die herkriegen. Allgemein neue Items, Mysteries Accessory Box, also eine mysteriöse Accessoire Box. Auf irgendeinen Slot bei. Oh, die Box erhöht permanent
den Accessoires-Slot, den wir haben. Also, dass wir noch einen Ring oder sowas mehr anziehen können und tragen können. Das ist gut. Die hätte ich gerne. Pearl Extraction, Ring of Fright, also Gewichtsring, dass das Gewicht erhöht, das du tragen kannst. Neue Waffen, Laser Rifle, Flammenwerfer, Gatling Gun, Granaten-Launcher. Oh Gott. Multi-Guided Missile Launcher, also mehrere Raketen mit einmal. Meteor-Launcher. What? Neue NPC-Cosmetics. Dress up like your favorite bosses. Ah, es gibt jetzt die Hüte und also so die Hüte von den Bossen, die man besiegt. Oh, das ist cool. New Pal Cosmetics. Es gibt ja neue Cosmetics von Pals, dass du so einen Pal-Hut aufsetzen kannst. Auch cool. Neue Building-Sachen. Cold Food Box. Feed your Pals while keeping your food nice and cold. Okay, es gibt jetzt eine Essensbox für kaltes Essen. Gibt es dann auch das Gegenstück für warmes Essen? Das ist jetzt die große Preisfrage, ne? Okay. Mal gucken, dass alles hinhaut. Das haut alles hin, ich hoffe es. Sulfur and Coal Mine, das wussten wir schon, dass es jetzt eine Schwefel- und Kohlemine gibt. Converter, Wall Mount. Ich flieg's auch bloß so semi. Ich will mich selber nicht so komplett spoilern. New Feature, Locking Pick. Oh, es gibt jetzt Truhen, für die du, wo du Schlösser knacken musst quasi. Und da gibt's ein Minigame dafür. Ach du Scheiße. New Feature, Pal Skins. Cosmetics for Pals! You can now change Pal Skins at the new Pal Dressing Facility. Man kann die Pals changen. Oh mein Gott, wie gut ist das denn? The Sunglasses Kativa Skin is now available for everyone. More skins will be added in the future updates. Ah, okay. Also haben schon mal ein neue Mechanik reingebracht und da kommt schon mal ein Skin dazu, den man benutzen kann, den man testen kann mit dem Feature. Okay, ist okay. Player Changes, Pal Box Capacity. Man kann in der PAL-Box jetzt anstatt 480 PALs insgesamt 960 PALs haben. Och, das ist so gut, darauf brauche ich einen Schluck. Increase the maximum amount of power that can enhance von den Limo-Funken-Effigies. Also die Effigies können jetzt nochmal erhöht werden. Da kann ich wieder welche nehmen quasi davon. Nee, warte mal, die Effigies, das ist dann das... Nee, Lima-Funken sind ja das für mich gewesen. Edit a setting that prevent items from pick it up. Okay, dann, dass du nicht mehr alles automatisch aufhebst, kann man einstellen jetzt anscheinend. Ist okay, ich nehme das alles gerne automatisch auf, das passt schon. Für die Base. Ja genau, Haufen neue Bausachen wurden halt geedit. Glaswände und alles. Es gibt jetzt auch Säulen, die man einbauen kann. Selbst wenn du dann Wände kaputt machst, dann droppt nicht die höheren Floors, wenn du Säulen drin hast. Das ist nice. Defense Wall can now be connected. Das ist auch schön. Das heißt, ich kann die Base eigentlich... Eventuell ziehen wir um. Guck mal an, wie geil die Insel aussieht, die neue. Oh Gott, das ist viel. Ich flieg drüber. New Building, ja, Glas. Maximum Base Level. Oh, das Base Level kann erhöht werden. Von 20 auf 25. And the number of bases allowed that increase von... okay, man kann jetzt 4 Basen haben, ja. Ab Level 25 kannst du die 4. Base bauen. You can now change the maximum amount of guild bases from the game options. Da habe ich sogar schon was dran gechanged. Ich habe die Guild Basen höher gesetzt, da ich ja in der Gilde bin. Mit Glück kann ich vielleicht sogar schon mehr Basen jetzt bauen, ohne dass ich es überhaupt aufleveln muss. Das muss ich gucken. You can now change the maximum amount of Pals. Ja, und Pals in der Base habe ich auch höher gesetzt. Du kannst jetzt, ich glaube, 20 Pals pro Base, war ja so Standard. Das habe ich höher gesagt, 50 Pals pro Base. Ich weiß noch nicht, warum ich das tun sollte. Aber mal gucken, vielleicht kommt es ja geil. Ich werde die Option haben, das machen zu können. Auch wenn ich es nicht machen werde. Aber Hauptsache, man hat die Option. So, oh, meine Nase krabbelt. Hilfe. Cakes will be now transported. High priority, ja, ist okay. UI World Junkyards have been added around the world. You might find some valuable items there. Okay, es wurden Schrott, also Müllhalden in der Welt platziert. A new random event has been added. Find and steal eggs from monster nests hidden around the islands. Okay, du kannst jetzt Eier stehlen. Also kannst du die Eier jetzt nicht mehr so random finden wie vorher, sondern du hast dann jetzt so
Events, dass wirklich irgendwo Palmmonster-Nester sind und die musst du dann... Das wäre cool. Das wäre cool. Weil es macht ja schon Sinn, dass die Eltern auf ihr Nest, auf ihre Eier aufpassen. Es macht ja Sinn. Wäre cool, wenn sie das so, wenn das wirklich so das Prinzip ist. New Pal Skills, Unique Skills, Rocket Slam für Gillette, ganz viele, oh Gott. Wahrscheinlich alles Pals. Gillette war das kleine Blaue, was ich so ultra süß fand. Neutral Skills, Airblade, Holy Burst, massenhaft neue Skills, New Passive Skills. Okay, okay, ich überfliege Multiplayer, edit new setting that allows, check Guild Invites, okay, das interessiert mich nicht so. Okay, massenhaft neue Sachen. Da hinten sieht man schon den nächsten Tower, von dem ich sehr weit entfernt bin, möchte ich anmerken. Okay. Wir gucken erstmal in die Mitte. Erstmal gucken wir hier rein. So. Palbox Management, Lagerverbesserung. Nee, das wollte ich nicht. Lagerverbesserung V. Maxanzahl Pals pro Arbeit. Ich hab das hochgesetzt. Okay, das geht wirklich. Ich hab das hochgesetzt. Also wir können jetzt so bauelektrischen Hochofen. Baue Waffenfließbandwerkbank. Baue Ölförder. Okay, das habe ich nicht. Ölförderpumpe. Okay, cool. Das heißt, ich könnte jetzt 10 Basen bauen. Das ist halt auch neu. Oh. Ich werde nicht 10 Basen bauen im Endeffekt. Nee, nee, nee. Aber ich will die Option haben, es machen zu können, wenn ich es möchte. Jetzt kann ich. Oh Gott, ich muss komplett umbauen. Die Arena kriegt jetzt eine komplett eigenes. Dann kann ich eine Base komplett für Bergbau machen. Eine Base komplett für Zucht. Eine Base komplett für Farmen. Oh, das wird so toll. Oh, das wird so toll. Aber die Reichweite ist jetzt nicht erhöht worden von den Basen, ne? Die ist gleich geblieben, oder? Warte mal. Das sehe ich ja hier hinten direkt. Ja, die ist gleich geblieben. Okay. Aber das ist geil. Verdammt, ist das gut. Okay. Wo fange ich an? Ich tue erstmal die Eier, die ich noch über habe. Ich habe ja hier Haufen Sachen. Das wollte ich nicht. Oh, ich muss wieder reinkommen. Hier. Diese ganzen Sachen. Die sind ja dann, um diesen Bonus noch zu bekommen. Wobei, den Bonus bekomme ich ja jetzt nicht mehr. Weil das jetzt nicht mehr 10, sondern 12 ist. Scheiße! Die haben mir das versaut. Finde ich jetzt nicht okay, dass die mir das jetzt versaut haben mit der Einstellung. Dass es nicht mehr 10er Bonus gibt, sondern 12er Bonus. Scheiße. Der triggert mich jetzt ein bisschen. Ich habe mich hier so gut drauf vorbereitet auf die Nummer. Für das Level-Update. Und jetzt geht nicht. Ich habe doch schon Zeugs weggerissen, oder? Hier noch nicht, das ist gut. Dann würde ich nämlich jetzt alle einfach hier reinschmeißen. Wir können gleich mal in die Palbox gucken. Oh, das wird so toll, ey. So. Ja, ich glaube, performancemäßig ist auch okay. Ja, das ist jetzt ein Server, wäre es, glaube ich, ein bisschen kritisch. Oh, das heißt, ich muss so viel umbauen, ne? Mm. Oh, oh. Das wird nicht gut enden. Habe ich die oben noch oder habe ich die oben abgerissen? Das ist jetzt die große Preisfrage. Ich glaube, ich habe irgendein Zuchtding schon abgerissen, so halb. Ach nee, das hier hatte ich abgerissen, okay. Ah, okay. Es dauert halt, aber das ist ja jetzt egal. Das kann ja ruhig dauern. Das interessiert mich ja jetzt gerade nicht wirklich. So. Seht, ich muss jetzt, wenn ich in neue Gebiete gehe, die neuen Pals gleich 12 Stück von fangen. Ich sehe das schon, ich werde mit dem Level eigentlich wieder komplett eskalieren einfach. Es wird sich nicht ändern. Tutorial vor allen Dingen. Vor allem Tutorial? Wieso Tutorial?
Ist das ein Anfangsgebiet oder also wird das so ein neues An- ist das ein neues Anfangsgebiet quasi das Kirschblütenbiom? Ach ja, übrigens, ich habe offscreen von der letzten Folge her gesehen noch sehr viele Belinur-Fights gemacht. Fights. Und in der Hoffnung, dass ich noch ein männliches rausbekomme für die Zucht. Ich habe keines bekommen. Das soll wohl so unglaublich selten sein. Ach du Scheiße. Ah, so viel Platz. Oh, wie geil. Entschuldigung, ich freue mich. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Ja, hier war ich nämlich gerade noch am Kämpfen und am Züchten. Aber ich, also züchten nicht, aber ausbrüten. Ich muss trotzdem aufpassen, so viele große Pals reißen halt die Performance in den Keller. Da muss ich dann komplett umstrukturieren. Okay. Aber das ist cool. Das ist cool. Ja, die zwei Eier tue ich nochmal in den Schrank jetzt unten rein. Okay, wo fange ich jetzt an? Gehen wir erstmal, wir pennen erstmal und dann gehen wir zur neuen Insel, oder? Eigene Fähigkeiten verbessern. Fanggeschick erhöhen. Benötigt 39? Ja? War das früher auch schon so? Das war früher nicht so, oder? Das ist noch so geblieben. Okay, das ist noch so geblieben. Das kann man nicht erhöhen mehr. Okay. Gut, das habe ich gecheckt. Hier. Ich habe jetzt nichts Neues freigeschalten, ne? Also jetzt nicht, doch, hier. Pal auf Hübscher. Ein Gebäude, in dem du Pals ein besonderes Aussehen verpassen kannst. Für Skins, die du außerhalb des Spiels bekommen hast. Außerhalb des Spiels? Ist das so... Oh mein Gott. Ist das so ein System nach dem Motto, je länger du spielst, dann kriegst du in dein Steam-Inventar irgendwie... Items, die kannst du öffnen, dann kriegst du random irgendeinen Skin raus. Das kannst dann auch im Markt quasi changen und so weiter und so fort. Ist das das Prinzip? Das wäre ein bisschen funny, wenn es so wäre. Weiß nicht, ob ich das gut finde, aber irgendwie, ja, ist eigentlich egal. Ah ja, hier, guck mal, hier haben wir jetzt die Holzsäulen, Steinsäulen, Metallsäulen. Okay, das ist cool. Glas habe ich aber nicht freigeschalten. Das kennen wir alles. Nee, Mann, das kennen wir alles. Strom. Hat sich doch hier was verändert? Beim Kühlen mehrere aufstellen bringt keins. Habe ich das schon gehabt? Weil ich weiß, dass der alleine war, der Alter. Egal. Neues Deko. Oh, schau, wir kriegen neuen Deko-Zeugs. Oh Gott, bitte lass mich neuen Deko-Zeugs kriegen. Bitte. Ich muss mehr bauen. Okay, Steinbruch, Holzfällerlager. Kann sein, dass ich das mit dem Pals nochmal ein bisschen runterschrauben muss im Endeffekt. Wenn es jetzt performancemäßig doch echt in den Keller geht. Aber sieht okay aus. Ich guck mal ganz kurz. Oh, es gewittert. Oh, es gewittert. Okay. Wo fange ich an? Was habe ich noch im Inventar? Das wollte ich nicht. Hier. Technologie. Gucken wir uns das Ganze mal an. Also, es geht weiter. Oh. Oh, es gibt Zeug, das ist hier. Okay, jetzt muss ich natürlich nochmal... Ja, hier ist überall neues Zeug dazugekommen. Ah, warte. Okay, warte, ich muss ganz an Anfang. Wir gehen ganz an Anfang. Moment. Ah, das ist hier mit dabei. Das kriegt man automatisch. Okay. Ich guck mal hier so drüber, ob es jetzt hier noch irgendwas Neues automatisch vielleicht gibt, was ich jetzt gar nicht im Fokus habe. Ach, hier für Schloss knacken. Simpel Schloss knacken, okay. Ich tue es jetzt noch nicht, weil hier drüben auf antike Technologie. Wobei ich müsste eigentlich noch mehr für antike. Fange zum Freischalten ein bestimmtes Pal. Hängendes Schild. Oh, das nehme ich gleich mit.
Also hier, das kann ich gleich freischalten, da habe ich genug von. Hochwertiges Schlossknack-Set, okay. Meteorwerfer. Bitte was? Eine verrückte Waffe, die Meteoriten verschießt, benötigt als Munition Meteorkugel. Für die Herstellung wird Waffenfließbandwerk... Was? Meteoritenbruchstücke. Glasbauset, ja, das können wir uns holen. Jetzt gewittert's hier bei mir. Okay, alles neue Pals. Müssen wir dann im Auge behalten, wenn das dann soweit ist. Große Anlage zum Speichern von Strom, der von Elektropals erzeugt wird, ist größer und effizienter. 200 Elektrodrüsen, wo soll ich denn die hernehmen? Oh, neue Rüstung. Ölförderpumpe, okay, die brauche ich halt, ne? Schwefelmine. Das ist hier drüben Steinkohlemine. Oh, scheiße. Ach du Back. Leichte Palstahlrüstung. Kälteresistente. Feuerresistente. Ultimative Sphäre. Es gibt eine neue Sphäre. Dank der extrem hohen Wirksamkeit gehen einem damit kaum noch Pals durch die Lappen. Die Herstellung wird Palsphären Fließband 2 benötigt. Palstahl, ja, alles klar. Ach hier, gekühlte Futterbox. Ein Futtertrog, der gekühlt werden kann. Oh, dann bleibt das dann, tut das da auch dann weniger verderben. Das ist gut. Energiekartusche, Lasergewehr. Ja, okay, das hätte ich gerne. Dann gibt es davon ja auch wieder verschiedene Stufen. Das ist ja nur das standardgraue Ding. Dann gibt es ja wahrscheinlich noch ne, die bis legendär und, oh Gott, Flammenwerfer. Terra-Gleiter, Flammöl, Gefrierzerkleinerer, eine Anlage zum Zerkleinern und Umwandeln von Erz. Für den Betrieb benötigt man Strom sowie einen Pal, der Kühlung herrscht. Okay. Granatwerfer. Hier gibt es ein sehr... Pals, die erst sehr spät sind, also sehr große Pals. Gatlinger, Alter. Ultraschild. Raketenwerfer. Schießt Raketen, die Gegner automatisch erfassen und verfolgen. Boah, das ist schon Schnieke, ne? Ja, also eigentlich bräuchte ich noch mehr Basen, die komplett auf Autoproduktion setzen. Oh, Scheißdreck. Hab ich noch... Warte mal. Ich muss mal da hoch. Ich muss mal gucken, was ich noch auf Lager habe. Wartet mal. Dass ich wieder leveln kann, ist so angenehm. Hier. Antikes Technikhandbuch. Was gab mir das? Wartet mal. Nein. Ach, scheiße. Okay. Kann ich da bitte... Ich habe das dann alles gesammelt. Weil ich dachte so, ja, ich hätte es einfach aktivieren können, eigentlich alles. Aber ich dachte mir so, komm, ich sammle das einfach. Das sind jetzt alles nur Antikpunkte, ne? Ja. Gut, dann hole ich mir jetzt alles, was mit der Antiktechnologie war. Nimm mal das hier, Schlossknacken-Set. Meteor-Raketenwerfer, what the shit, ey. Achso, hier komme ich ja noch nicht hin. Ja. Da muss ich jetzt wieder leveln. Aber das ist okay. Ich habe mir extra massenhaft Lecce-Sphären auch gecraftet. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf die ganze Nummer. Nicht sehr, aber ein bisschen. Ach so, und dann kann man hier... Ach ja, hier, man kann zwei Slots noch... Oh, wie geil. Ja, super. Oh, ich feiere das so, ne? Ich finde das Update so toll jetzt schon. Okay, Okay. Ich habe noch Marmeladenbrötchen dabei, das sollte ja gehen.
Dann würde ich sagen, direkt los, oder? Ich kann ein bisschen die Folge im Auge behalten. Pizza. Sieht alles okay aus. Die arbeiten alle fleißig. Wir gucken uns das neue Gebiet an und dann gucken wir mal, wie, wo, was. Raketen habe ich keine mehr. Habe ich noch was in Auftrag gegeben, zwecks Raketen? Nee. Ja, hatte ich. Oh. Ich habe das echt gut geplant, das Ganze. Ich bin recht stolz auf mich. Einmal das T-Model. Okay, dann würde ich sagen... Ja. Ich bin jetzt aufgeregt, ey. Wollen wir schon loslegen? Wollen wir losgehen? Das neue Gebiet erkunden? Es geht direkt hier los mit dem Sumpf. Das kommt echt nah zu mir. Ich bin gespannt, ob ich was finde... Ich bin gespannt, ob ich was finde, wo ich sage, da könnte ich Basen aufbauen. Was? Versorgungskapselabwurf beginnt. Was? Was? Ah, da! Was? Zum Geier! Ist das? Könnt ihr bitte alle weggehen? Was ist das denn für... Was ist das denn für eine Nummer? Wieso haben die Flammenwerfer? Okay. Hallo Versorgungskapsel. Aluminiumhelm. Titan-Wunderelixier. Rohöl. Legendäre Sphäre. Oh Gott, jetzt gibt's auch noch sowas. Wegen was kämpfst du jetzt? Schau mal, komm zurück. Aus, Sitz, Platz. Schau mal die Limofunken-Statue hin. Was kämpfst du da oben? Was bist du denn? Kann ich dich haben? Ja, ich krieg dich. Da oben. Ah! Pilze. Auf den Pilzen. Ah. Kann ich da? Mann! Cool. Ha, jetzt. Hallo, das ist ein Lecci-Ball. Bist du mich? Da. Bleib drin? Alles klar. Lecci-Bälle einfach. Ich bin froh, dass ich mir Lecci-Bälle gemacht habe. Sonst hätte ich jetzt gar keine. Willst du mich trollen? Bleib da drin. Was ist mit dir? Alter. Junge. Der hat kein Leben mehr. Was soll ich machen? Ich kann ja nicht nochmal reinschießen. Ja, danke. Oh. Lebt der noch? Nein. Oh. Ach, und den habe ich gleich instant drin. Was haben die gedroppt? Ich muss da mal nachgucken, was die gedroppt haben. Bleib jetzt da drin. Danke. Die habe ich hier oben aussehen gekillt, ne? Hier. Palsaft. Okay, die geben Palsaft. Das war schön. Was ist das? Oh.
Das droppt jetzt so raus. Okay, cool. Geben die Pilze auch irgendwas? Die geben richtig Pilze. Das ist ja cool. Wo ist Schaumau? Ich nehme dich mit. Oh, sonderbare Pilze. Die sollte man vielleicht nicht essen. Achso, ihr seid K.O. Schaumau, du bist vielleicht ein bisschen overpowered für die Nummer. Die sind Level 44, das ist ein bisschen schwierig. Okay. Ich brauche noch mehr Frösche. Vielleicht fliege ich die erstmal komplett ab und dann gucke ich und... Hier könnte man auch direkt eine Base bauen. Was ist denn das für... Schwefel? Ist das Schwefel? Schön, dass man hier Megasphären bekommt, wenn man selbst die Lecci-Sphären, wenn das nicht mal richtig funktioniert. Das wollte ich nicht. Das war das Falsche. Sorry, falsche Taste gedrückt. Oh. Verballer. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Es tut mir leid. Oh, es geht nur auf den, das tut mir ein bisschen leid. Oh, daneben. Jetzt hört er mal auf! Ihr kleinen Dinger da hinten. Oh, muss nachladen. Ich sollte vielleicht jetzt nicht gleich meine ganzen Bälle hier verballern. Aber ist egal. Komm. Nein. Du nicht. Geh da weg. Bong. Bleib drin. Nein, das war Lecci-Ball. Gott, jetzt geht die Scheiße wieder los, dass man sich ärgert, wenn man aus in den Ball schmeißt und verschmeißt. Sehe ich das noch? Ah ja, rechts, genau. 7 von 12. Das ist halt... Ich hätte so viel mehr Lecci-Sachen craften müssen, ne? Das konnte ich ja nicht ahnen. Dass das hier so schlimm wird. Komm mal her. Wir fliegen mal ein bisschen höher. Da ist eine Kiste. Ich habe natürlich jetzt kein Lockpick-Zeugs mitgenommen, ne? Für den Fall der Fälle. Pizza! Lecci-Sphäre. Oh Gott, hier kriegt man Lecci-Sphären. Okay, das ist kein Anfangsgebiet. Okay, dich kennen wir. Dich kenne ich auch. Ihr seid nicht neu, euch suche ich nicht. Noch eine Limofunken-Statue? Ich gras diese Insel ab. Komplett. Oh, ganz viele. Relaxasaurus. Oh, hallo. Wer seid ihr denn? Nicht weglaufen. Ey. Oh, muss nachladen. Warte. Oh, oh, oh. Was bist du denn? Ah. Junge. Das ist ja cool. Nein. Muss noch laden. Ah, ich werde angegriffen. Artillerie. Ihr seid so süß. Ich will euch haben. Schließt euch mir an. Ihr seid so niedlich. Aua. Soll das lieber von Schaumau ausmachen. Okay, Munition, große Palseele. Oh, ich brauche wieder diese Palseelen ganz dringend. Wo habe ich gerade noch Frösche? Habe ich nicht gerade Frösche gesehen?
Ich würde die mir gerne angucken, aber die. Ah, da. Oh, hier ist Öl, glaube ich. Hier gibt's Öl. Crude Oil, das sind bestimmt Ölressourcen. Ist er tot? Er lebt noch. Lebt er noch oder ist er tot? Au. Au. Ich glaube, er ist tot, oder? Jep, er ist tot. Oh, die Katze wollte ich nicht angreifen. Oh nein! Jetzt ist er auch tot. Oh, scheiße. Den wieder erwischt. Katze, geh weg. Du bist aber kein Boss, oder? Weil du bist so Level 50 und direkt hier auf dem Feld. Oh, du lebst ja noch. Da fange ich dich. Bleib drin. Danke. Alles einsammeln, alles einsammeln. Nee, okay, du bist kein Boss. Ich dachte schon. Bon. Lebt noch. Ja, das ist Öl. Okay, also hier kriegt man auch die neue Ressource. Das Öl. Hier hätte ich zwei Ölquellen. Ist halt die Frage, wie muss ich das abbauen, ne? Oh oh. Das hat er nicht überlebt. Du. Aua. So, jetzt habe ich zwei. Okay, reicht noch nicht. Da habe ich jetzt Zähne. Ah, ich bräuchte noch zwei Stück, dann hätte ich das voll. Ich muss zwischendurch dann mal zurück und irgendwie noch gucken, dass ich noch ein paar Lechi-Sphären craften kann. Oder ich nehme dann die anderen Sphären und schieße dann 10.000 Jahre drauf, bis sie mal irgendwann drin bleiben. Kann ich auch machen. Okay. Einen noch. Und dann sortiere ich die erstmal aus und gucke, was die haben und so weiter. Oh, warte mal. Huch. Ach so, hi. Ist drin geblieben. So, dann habe ich jetzt den Bonus. Oh, dann gibt es ja auch wieder neue Zuchttabellen. Was man wie dann züchtet. Oh, ist das geil. Ach du Scheiße. Oh nein, ist alle. Gibt nur Palsaft, oder? Okay. Nur Palsaft ist ja ein bisschen lame. Oh, diese kleinen Pilzlies, da hätte ich gerne noch welche von. Oh, ich muss ja wieder Dungeon-Eingänge finden, ne? Ah, hier geht's wieder Dungeons. Oh, das sind die Pilzlies. Oh Gott, sind das viele. Die tun mich töten. Das sind viele. Die sind echt strong. Well. Und der Wasserfontäne gefallen. Bong. Das wird nicht funktionieren. 20% never. Das hat funktioniert? Ja, ist ja gut. Alter, die sind aber auch. Okay, die finde ich cool. Ich finde die Attacken sehr cool. Oh, das hat wehgetan. Oh, scheiße. Komplett abgeblockt? Aber du hast doch gar nicht so viel. Ich kann da nichts machen, dann bist du tot. Oh, oh. Oh, der
lebt noch. Bleib drin. Bleib drin, please. Ja. Endlosmagen. Das habe ich schon öfters gelesen, so im Augenwinkel. Die alle einen Endlosmagen, oder was? Rote Beeren, Pilze gibt's von denen. Okay, das war vorher zu sehen. Aber die scheinen auch eher abzuhauen, ne? Die sind nicht so auf Angriff so krass. Ob ich Dungeons finde, wird das halt auch dauern, ne? Aber das werden die neuen Endgame-Dungeons momentan dann. Kann noch nicht schießen. Das war zu weit. Das haben wir auch gar nicht gemerkt. Das geht alles gerade noch nicht. Mach mal halt Draco mit. Geht auch noch nicht. Oh Gott, hier geht alles noch nicht. Oh, hier haben wir wieder eine Kiste. Da ist noch eine Diebefunk. Sind das, gibt's jetzt neue? Ah, lass mich doch mal in Ruhe, ich will sammeln. Alter. Kleine Nervfrösche. Eisschnee, Blitzschlag, Ringelranken. Das ist, glaube ich, neu, oder? Hallo. Schönen guten Tag. Ich würde euch gerne alle fangen. Alle. Einmal alles zum Mitnehmen, bitte. Das hat nicht funktioniert. Ah. Aua. Aber wenn sie dann einmal dastehen, ne, dann gehen die auch nicht mehr weg. Die kann man auch gut fangen, habe ich das Gefühl. Okay, nevermind. Nichts gesagt. Das war zu viel. Das geht. Ganz gut. Bon. Hm. Der wird nichts mehr aushalten. Ich probiere es mal. Ah, hat es ausgehalten. Die halten mehr aus, als ich dachte. 7 von 12. Ich habe noch über 100. Das ist schon... Ich habe extra... Ich habe schon mit. Ich habe mit. Ich habe einiges mit. Bleib drin. Ja, sehr schön. Drin geblieben. Level up. Fang gibt's so gut. Unermüdlich. Junge. Du nervst. Geh weg. Oh, Statue. Hallo. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich tue euch nichts. Hier ist wieder... Okay, es gibt doch random Eier. Die gibt's noch. Also, okay. Also bestimmt von den Fröschen sein, oder? Ah, das wird von den Fröschen sein, komm. Ah, wobei, komm. Ich brüte es aus. Mal gucken, was drin ist. Oh, hier ist eine Brücke. Hier ist noch eine Brücke. Ist hier ein Dorf? Oh, hier ist eine Hütte. Oh Gott. Entschuldigung. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Also nicht so. Also wirklich nicht. Okay, die Bäume machen es gerade nicht besser. Habe ich das Gefühl. Oh, scheiße. Es tut mir ein bisschen leid. Ich weiß nicht, warum die gerade so durch die Gegend speeden. Oh, er ist tot. Wieso ist er gestorben? Durch was ist er gestorben? Oh nein. Da war ein Baum. Komm, bleib drin. Ich kann dich nicht nochmal angreifen. Junge, bitte. Du bist mir richtig gut, wenn du dich so wehrst. Wehre dich nicht. Akzeptiere es. Ich habe mehr Bälle als du. Energie. Nein. Scheiße. All diese kleinen Igelsamenbomben. Ich kann es nicht anders benennen als Igelsamenbomben. Motivationscoach. Aha. Was ist hier? Da ist eine Kiste drin. Ein goldener Schlüssel. Okay. Jetzt sind die halt alle wieder wichtig. Jetzt nehme ich da so alles wieder mit. Oh Gott. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Aus einem Kilometer Entfernung, die Frösche, ne? Oh, da ist ja noch was.
Goldene Schlüssel verbraucht. Ach, dann hätte ich jetzt so aufschließen können, quasi, ohne goldene Schlüssel sozusagen. Da war gerade so ein Symbol. Ich habe jetzt das so schnell geklickt. Hier sind überall Hütten im Sumpf. Aber es sind nicht überall was drin. Hier ist nichts drin. Nee, es sind nicht überall. Oh, hier ist eine Statue. Wow. Hier ist nochmal, hier ist Öl und Kohle. Da geht ein Pilz hoch, geht da eine Leiter hoch? Da geht eine Leiter auf den Pilz hoch. Lol. Lol, hier gehen überall. Hier gehen Leitern hoch auf die Pilze. Ey, wie geil sieht das denn aus? Okay, das haben sie sehr, das ist sehr geil gemacht, müsste ich mal anmerken. Das ist sehr schön gemacht. Crude Oil, ja. Hm. Ah. Level 55. Oh, wenn ich den kriege, ne? Ja, von da hinten schmeißt er die Samenbombe, ist klar. Ich mach keinen Schaden an dem Ding. Das ist nicht gut. Wo ist denn jetzt hingefallen? Nein, er ist ins Wasser gefallen. Was kommt hier unten? Ich habe das genau gesehen. Okay, das hat nicht funktioniert. Ja, gegen den Großen möchte ich ungern kämpfen. Der sieht halt echt böse aus. Ich muss nachladen. Nein! Du, geh weg. Du tötest denn. Nein. Au. Was liegt hier? Achso, Pizza. Ich probiere es mal damit. Good Old Rocket Launcher.